طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الله سيد الله بامس بهاتسجن الله سيجن وتهيل الله سبك بيت الله الله سيجن هذا قفيت محمد صلى الله عليه وسلم نف all seinen Gefährten, all seine ganzen Familie und alle, die ihm folgen im Guten bis an den Tag der Auferstehung. Wir sind am Ende dieses Kapitels und wie es üblich ist, hat der Autor am Ende eines jeden Kapitels die einige Nutzpunkte oder einige Nutzpunkte zusammengefasst. Und nur zur Erinnerung, das Kapitel hieß Ad-Du'a ila shahadati an la ilaha illallah, der Aufruf zum Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Der Aufruf zum Glaubensbekenntnis, also dass der Muslim dazu aufrufen muss. Und der Autor hatte einen Vers erwähnt, er sagte, Allahs قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Sprich, dies ist mein Weg. Ich rufe zu Allah auf aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Der erste Vers, den er erwähnt hat. Dann hat er erwähnt ein Hadith über Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er Mu'adh ibn Jabal in den Jemen sandte, sagte er zu ihm: Innaka ta'ti qawman min ahli kitab. Du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. So soll das Erste, wozu du sie aufrufst, sein, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und in einem anderen heißt es, dass sie Tawhid machen sollen. Und dann eine andere Überlieferung. Dann sagt der Prophet, wenn sie dir darin gehorchen, dann gib ihnen Bescheid, dass Allah ihnen 5 Gebete zur Pflicht gemacht hat pro 24 Stunden. Wenn sie dir darin gehorchen, dann gib ihnen Bescheid, dass Allah ihnen eine Sadaqa, eine Spende zur Pflicht gemacht hat, die von ihren Armen, die von ihren Reichen genommen wird und ihren Armen gegeben wird. Und dann sagt er, فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, wenn sie dir darin gehorchen, dann فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, dann siehe dich vor dem Edlen ihrer Vermögen. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, und fürchte dich oder schütze dich, siehe dich vor dem Bittgebet des ungerecht Behandelten. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ, denn zwischen dieser Person, also die ungerecht behandelt worden ist, und zwischen Allah ist keine Scheidewand. Und das ist ein anderer Ausdruck für, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Bittgebet erhören wird von dieser Person. Dann hat der Autor einen weiteren Hadith erwähnt, der bei Bukhari und bei Muslim ist, ebenfalls. Und zwar über Sahal ibn Sa'ad radiallahu anhu. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Tage von Khaybar, wo die Muslime gegen die Juden gekämpft haben, er sagte am Tage von Khaybar, la u'atiyanna ar-rayata غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Also ich werde morgen, am Tag von Khaybar, wo die Muslime vorgehen werden gegen die Leute von Khaybar, die Fahne jemandem geben, der Allah liebt und seinen Gesandten, und den Allah und sein Gesandter auch lieben. Und Allah wird durch ihn den Sieg herbeibringen. Allah wird durch ihn den Sieg herbeibringen. Und dann haben die Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die Nacht damit verbracht, oder einen Teil der Nacht damit verbracht, um zu überlegen, wer diese Person sein könnte, die morgen die Fahne erhalten wird. Das ist halt praktisch der Heerführer. Und als sie dann morgens aufgewacht sind, gingen sie zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in der Früh. Und jeder von ihnen wünschte sich, dass er derjenige ist, der die Fahne erhält. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wo ist Ali ibn Abi Talib? Dann sagte man zu ihm, oder man teilte ihm mit, dass er Augenschmerzen hatte, auf jeden Fall Probleme mit seinen Augen hat. Und dann schickte man nach ihm, dann wurde er herbeigebracht, und dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Speichel von seiner edlen Speichel in die Augen von Ali getan und hat für ihn gebetet, und dann wurde Ali geheilt, als wäre er vorher nicht von irgendeinem Übel befallen gewesen oder worden. Und dann hat er ihm diese Fahne gegeben und dann sagte er zu ihm, geh langsam und bedächtig und vorsichtig vor, bis du zu ihrer Nähe kommst, und dann rufe sie auf zum Islam. Und tue ihnen kund, dass Allah subhanahu wa ta'ala einige Rechte ihnen gegenüber, oder tue ihnen kund, was Allahs Rechte ihnen gegenüber sind. Denn ich schwöre bei Allah, لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجْلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. Er sagte, denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Mann durch dich recht leitet, also zum Islam bringt, denn jeder andere, der nicht Muslim ist, ist auf dem falschen Weg. Wenn Allah eine Person durch dich recht leitet, auf den geraden Weg bringt, ist es besser für dich als eine Herde von roten Kamelen. Und das ist ein Ausdruck für als das Beste, was in diesem Leben überhaupt geben kann. Egal, was für Vermögen du in diesem Leben haben kannst, es ist besser, dass jemand für dich durch dich Muslim wird. Und das war's. Das sind die Hadithe, die erwähnt hat. Die hatten wir ausführlich erklärt. Und jetzt einige Nutzpunkte, bevor wir, inshallah,
Allah gibt uns Kraft und Geduld, dass wir auch das neue Kapitel heute, inshallah, anfangen. Möge Allah es uns leicht machen. Er sagte erstens, فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Er sagte, das erste, der erste Nutzen, aus, den wir aus diesen Überlieferungen ziehen, ist, dass wenn jemand zu Allah aufruft, also Da'wah macht, zu Allahs Religion einlädt, dann ist er auf demjenigen Weg von den Menschen, die den Gesandten folgen. Also er ist auf dem richtigen Weg. Und in der Erklärung heißt es hier, es wäre sogar besser, wenn der Autor gesagt hätte, er befindet sich auf dem Weg der Gesandten und nicht nur auf dem Weg derjenigen, die den Gesandten folgen, sondern befindet sich auf dem Weg der Gesandten selbst. Ja. Und das hat er entnommen aus dem Vers, sprich, dies ist mein Weg, ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Beweises. Ich und derjenige, die mir folgen. Also jeder, der zu Allah aufruft, befindet sich auf dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, At-Tanbihu ala al-Ikhlas, der Hinweis auf Ikhlas. Und das haben wir entnommen aus der Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte zu seinem Propheten, er soll es sagen, Ad'u ila Allah, ich rufe zu Allah auf. Und dieser Punkt ist sehr wichtig, weil es Menschen gibt, die zwar äußerlich zum Islam aufrufen, aber in Wirklichkeit, sie wollen, dass man ihnen folgt. In Wirklichkeit wollen sie, dass man dieser Person selbst folgt. Und das ist nämlich das ein Widerspruch zu dem Ikhlas. Das ist ein Widerspruch zum Ikhlas. Und derjenige, der sich selbst aufruft, der will nur, dass die Person ihm folgen, egal ob er die Wahrheit spricht oder ob er nicht die Wahrheit spricht. Drittens, أن البصيرة من الفرائض. Dass man aufgrund eines sichtbaren Hinweises oder klaren Beweises zu Allah aufruft, gehört zu den Pflichten. Ich kann nicht zu Allah, seine Religion, aufrufen, irgendjemanden, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe von meiner eigenen Religion. Und das ist der Punkt, auf den der Autor hier hingewiesen hat. Und das ist eine Pflicht, bevor man aufruft, man weiß, wozu man aufruft. Viertens, من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. Zu den schönen Dingen des Tawhid oder zu den Hinweisen, dass man den Tawhid auf die gute Weise umgesetzt hat, zu den schönen Aspekten des Tawhid gehört es, dass er Allah subhanahu wa ta'ala freispricht von jeder Art von Beleidigung. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala freispricht von jeder Art von Beleidigung. Und das ist entnommen aus der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagen soll, was im Koran steht, وَسُبْحَانَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, und frei sei Allah von allen Mängeln, und ich bin nicht einer der Götzendiener. Und das bedeutet es ja, wenn einer sagt, وَسُبْحَانَ, und gepriesen sei Allah, oder frei sei Allah von allem Schlechten, allen Fehlern, allen Defekten, und ich bin kein Götzendiener, weil der Götzendienst ist es nämlich, bedeutet nämlich, dass man Allah Mängel zuschreibt. Und deswegen, und warum ist Schirk eine Art Beleidigung? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, oder eine Art des Schirk ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht mit seinen Geschöpfen. Und da gibt es ein Beispiel aus einem Gedicht, das so viel bedeutet wie folgt. Wenn ich mein Schwert anfange zu loben, wie scharf es ist. Ja, wie scharf es ist. Und am Ende sage ich, es ist schärfer sogar als ein Stock. Okay? Dann fange ich an, das Messer zu vergleichen mit einem Stock. Und das heißt, das muss überhaupt nicht so scharf sein, wie es ist. Also, sobald ich anfange, hier etwas zu vergleichen, was überhaupt nicht in die Kategorie passt, dann verringert das den Wert der Sache, von der ich eigentlich geredet habe. Und das, wie ist es mit Allah subhanahu wa ta'ala, wo Allah nichts gleicht, subhanahu wa ta'ala, laysa kamithli shay. Dann, fünftens, dass eben zu den üblen Aspekten des Schirk gehört, dass es nichts anderes als eine Beleidigung ist, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Und das ist eben entnommen aus der Aussage, und ich bin nicht einer der Götzendiener. Und aus der Aussage subhanallah. Sechstens, dass der Muslim sich weit entfernt von, nicht von Aschirk, sondern sogar von den Mushrikin selbst. Er ist sowieso von Aschirk entfernt, weil er ein Muwahhid ist, aber, also einer, der den Tawhid umsetzt, aber er ist auch noch weit entfernt von den Mushrikin selbst, hält sich nicht mit ihnen auf.
damit er nicht einer wird wie sie. Und das ist entnommen auch aus der Aussage, وَمَا, auch wenn er kein Schirk selbst begeht, aber er entfernt sich von ihnen. Warum? Weil Allah SWT sagte, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, und ich bin nicht einer der Götzendiener, also ich bin nicht einer von ihnen. Das heißt nicht, ich bin nicht ein Götzendiener, sondern ich bin nicht einer von ihnen, also auch nicht einer unter ihnen, und auch nicht einer von ihnen. Siebtens, dass der Tawhid die erste Pflicht ist an sich. Die erste Pflicht erstens, die du selbst umsetzen musst, und zweitens die erste Pflicht, zu der du die anderen Menschen aufrufst. Das ist entnommen aus der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ وَشَهَادَةِ وَشَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Das erste, wozu du sie aufrufst, soll sein das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und wir haben erwähnt, als wir darüber geredet haben, dass manche Gelehrte gesagt haben, oder vielleicht darauf hingewiesen, und zwar, manche haben gesagt, die erste Pflicht ist nicht der Tawhid, sondern die erste Pflicht ist, dass man herausfindet, wer diese Menschen sind. Und der Gelehrte sagt hier in der Erklärung, das ist nicht richtig, sondern die erste Pflicht ist der Tawhid selbst, weil, egal welche Menschen man dazu aufruft, man muss sie zum Tawhid zuerst aufrufen, egal was für eine Religion sie angehören, außer dem Islam. Und die Fitra, und der Tawhid ist etwas, was zur Fitra des Menschen gehört, zur natürlichen Veranlagung des Menschen gehört. Achtens, dass man eben auch damit anfängt, wie ich gesagt habe, also erste Pflicht für einen selbst, und achtens ist auch die erste Pflicht, mit der man anfängt bei der Dawa. Und das ist ein Punkt, der sehr entscheidend ist. Also der hört sich so einfach an und klar an und deutlich an, aber es ist eine Sache, die viele Menschen, wenn sie Dawa machen, nicht Muslimen, egal was für Veranstaltungen sie machen, sie vergessen diesen Punkt und wollen bestimmte Aspekte aus dem Islam präsentieren, aber sie vergessen die Betonung auf das Wichtigste, und zwar auf dem islamischen Monotheismus, obwohl er der Wichtigste ist überhaupt. Wenn einer das nicht annimmt, dann nutzt uns die ganze Dawa gar nichts. Neuntens, dass Tawhid bedeutet La ilaha illallah. Oder, Tawhid bedeutet La ilaha illallah. Und das ist entnommen eben aus den zwei Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass sie das Erste, wozu er sie aufrufen soll, ist das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und in einer anderen Hadith ist ein Yuwahidullah. Das heißt, dass sie Tawhid machen sollen. Zehntens, es kann sein, dass es Menschen gibt, die einen Teil, die zum Volk der Schrift gehören, obwohl sie es selbst nicht wissen. Obwohl sie den Tawhid nicht kennen. Also es kann sein, dass jemand ein Teil des Volkes, ein Jude ist oder Christ ist, und trotzdem nicht weiß, was La ilaha illallah bedeutet. Oder er weiß, was es bedeutet, aber er handelt nicht danach. Und das ist heutzutage, wenn man mit den Christen diskutiert, sie in Wirklichkeit, sie wissen überhaupt nicht, was La ilaha illallah bedeutet. Und auch wenn man ihnen sagt, erklärt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und so, die verstehen überhaupt gar nicht, was man damit meint. Deswegen muss man denen das erstmal erklären. Auch wenn die Tawhid bei ihnen vorhanden ist, also in ihren Büchern steht das geschrieben, dass man nur einen Gott anbeten darf, und das ist Allah. Und wie ist das entnommen worden? Weil Mu'adh ibn Jabal wurde zu den Juden Christen dort gesandt. Und trotzdem hat er ihn auferlegt, dass er als erstes zum Tawhid aufrufen soll, obwohl sie ja ein Volk der Schrift sind und normalerweise den Tawhid kennen müssten. Zwölftens, dass man mit dem Wichtigsten beginnt und nach das Wichtigste erwähnt und nicht mit unwichtigen Dingen anfängt. Und das ist entnommen aus der Aussage, dass er als erstes zum Tawhid aufrufen soll, dann zum Gebet und danach zum Zakat. Dreizehntens, dass in diesem Hadith einer der wesentlichen Gruppen von Menschen erwähnt worden sind, denen man Zakat gibt. Denn es gibt ja 8 Kategorien von Menschen, und eine davon wesentliche sind die armen Menschen, Al-Fuqara. Und das ist nun aus der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, es wird von ihren Reichen genommen, und wird ihren Armen gegeben. Und das auch übrigens ein Hinweis darauf, was in der Scharia als reich bezeichnet wird. Das heißt, jeder, der Zakat zahlen muss, gilt als reich. Muss man sich auch mal verinnerlichen. Viertens,
كشف العالم الشبهة عن المتعلم. Dass der ein Gelehrter oder jemand, der Wissen hat, dass jemand, der Wissen hat, Unklarheiten bei demjenigen, der was lernen will, beseitigen muss. Also dass derjenige, der Wissen hat, Unklarheiten bei demjenigen, der etwas lernen möchte, beseitigen muss. Und das ist entnommen aus der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wahrlich, Allah hat ihnen eine Sadaqa zur Pflicht gemacht, die von ihren Reichen genommen worden ist, wird und der ihren Armen gegeben worden ist. Also es ist eine Sadaqa, nicht dass sie denken, irgendwie sie sollen dadurch bestraft werden oder ähnliches, sondern es wird von ihren Reichen genommen und ihren Armen zurückgegeben. Manche Gelehrte haben gesagt, es ist ein Beweis dafür, dass die Zakat in dem Land gezahlt werden muss oder soll, in dem sich die Reichen auch befinden. Also dass man seine Zakat nicht in einem anderen Land bezahlt. Und das ist auch der ursprünglich so. Und es gibt natürlich Ausnahmen, aber ursprünglich sollte man seinen Zakat dort bezahlen, wo die Armen sind. Und das ist also zu ihrem eigenen Gunsten, wenn sie den Islam annehmen und diesen Zakat bezahlen. 15. Das Verbot, dass man sich ihren edlen Vermögen nähert oder den edelsten ihrer Vermögen nähert. Und deswegen, wenn ein Bauer meinetwegen Kühe hat, und von seinen ganzen Kühen gibt es 2, 3, von seinen 100 Stück gibt es 2, 3, die besonders viel Milch hergeben zum Beispiel oder besonders groß sind, dann darf derjenige, der Zakat einsammelt, auf keinen Fall sagen, es ist gut für die Armen, die wir diese Großen besonders nehmen. Das ist absolut verboten. Aber andersrum gesehen ist es für denjenigen, der Zakat zahlen muss, noch besser, wenn er gutes Vermögen hergeht. Aber es ist überhaupt nicht seine Pflicht, sondern seine Pflicht ist es, vom durchschnittlichen Vermögen herzugeben. Weder das Schlechte noch das Beste. Gut. 16. Dass man sich fürchtet vor dem Bittgebet desjenigen, den man ungerecht behandelt hat. Mit anderen Worten, dass man erst gar nicht die Leute ungerecht behandeln darf. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird dann das Bittgebet erhören. Und normalerweise, der ungerecht behandelte wird gegen einen beten. 17. Die Tatsache, dass eben dieses Bittgebet desjenigen, der ungerecht behandelt wird, von Allah subhanahu wa ta'ala nicht zurückgeworfen wird. Also es wird angenommen werden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, denn zwischen diesem Bittgebet und Allah ist keine Scheidewand. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith Sachen erwähnt, durch die man es begehrt, zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen, denn die Belohnung ist offensichtlich. Es ist besser, als wenn man das Beste besitzt, was es in diesem Leben gibt. Und wir wissen auch, dass wenn jemand zu etwas Gutem aufruft und die andere Person macht das Gute, dann erhält man genau die gleiche Belohnung wie derjenige, der das Gute dann verrichtet hat. Und beide erhalten die vollständige Belohnung. Keiner von ihnen, die Belohnung von keinem von ihnen wird irgendwie verringert. Und das sind alles Dinge, durch die man es begehrt, noch mehr begehrt und wünscht, andere Menschen zum Islam einzuladen. Und umgekehrt, genauso wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewarnt davor, dass man zum Beispiel ungerecht ist. Und, na. 18. Dass zu den Hinweisen darauf, dass der Tawhid umgesetzt wird von dem Da'iyah, ist, was auch den edlen Gesandten und den Awliya, den rechtschaffenden Menschen, den Allah nahestehenden, in der Geschichte immer und immer wieder passiert ist. Und zwar die Mühsal, die sie erlitten haben, den Hunger, den sie erlitten haben, und sogar Epidemien, Seuchen, also die sie getroffen haben. Und als würde der Autor, als er diese einzelnen Sachen erwähnt hat, auf folgende Ereignisse hinweisen, und zwar in der Geschichte von Khaybar gab es eine starke Hungersnot zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass sie sogar Esel essen mussten und Knoblauch. Und was die Seuche angeht, als würde der Autor darauf hinweisen, was zur Zeit von Ali radiallahu anhu passiert ist, zu seinem Kalifat. Da gab es eine Seuche. Und was die Mühsal angeht, sie ist offensichtlich. Kein Da'iyah lädt die Menschen im Islam einfach so ein, ohne dass er, wenn nicht von den Kuffar, von den eigenen Muslimen sogar bekämpft wird. Dann, dass zu den
Die Tatsache, dass der Da'iya geduldig ist, beweist, dass er Ikhlas hat. Oder weist darauf hin, dass er Ikhlas hat. Denn seine Absicht ist Allah subhanahu wa ta'ala und nicht die Menschen. Denn wenn es die Menschen wären, dann hätte er schon längst aufgegeben und hätte gesagt, die werden doch sowieso niemals den Islam annehmen. Warum sollte ich dabei weitermachen? Aber er macht es für Allah. Insofern ist ihm das Ergebnis zweitrangig. Erstrangig ist es, dass er das so macht, wie Allah es von ihm verlangt hat. 19. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich werde morgen die Fahne jemandem geben, ist ein Beweis für das Prophetentum von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil es tatsächlich auch so eingetroffen ist. Und 20. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Speichel von seiner Speichel getan hat in das Auge von Ali radiallahu anhu warda, und Bittgebet gesprochen hat und dass er dann sofort geheilt wurde, ist ein Beweis auch für das Prophetentum von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 21. Die Vorzüglichkeit von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu warda, und sie ist offensichtlich, denn Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bezeugt eine Sache, die er eigentlich nicht wissen kann. Nur eine Sache von diesen vier Sachen konnte er wissen. Er hat gesagt über ihn, dass er, Ali radiallahu anhu, Allah liebt und seinen Gesandten liebt. Das konnte er nicht wissen, außer wenn Allah es ihm gesagt hat. Drittens hat er mitgeteilt, dass Allah Ali liebt. Das konnte er auch nicht wissen, wenn Allah es ihm nicht mitgeteilt hat. Und viertens, das konnte er wissen, er hat gewusst, dass der Prophet selbst Ali radiallahu anhu liebt. Und das ist auch ein Beweis des Prophetentums und ein Beweis für die Vorzüglichkeit von Ali ibn Abi Talib, dem vierten der rechtgeleiteten Khulafa. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. 22. Die Vorzüglichkeit der Sahaba überhaupt allgemein, weil sie ihre Nacht verbracht haben, um herauszufinden, wer diese Person sein könnte, die mit der Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter zufrieden sind. Das ist praktisch eine Reinsprechung, das ist eine Seligsprechung. Zakah ist das praktisch, ja. Tazkiya. Wa alaikum salam. Das ist eine Reinsprechung, eine Tazkiya, die Ali erhalten hat, noch zu seiner Lebzeit. 23. Der Glaube an Al-Qadr. Der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung und das den Menschen das ereilen wird, was Allah für ihn festgeschrieben hat, vorgeschrieben hat, egal ob sie danach trachten oder nicht danach trachten. Egal ob sie nach trachten oder nicht danach trachten. Denn die Sahaba, radiallahu anhum, sind früh morgens zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Jeder von ihnen wünschte sich, dass er derjenige ist, der die Fahne erhält. Und Ali, radiallahu anhum, selbst war krank und blieb zu Hause und ihn ereilte das Schicksal und er sollte es bekommen, obwohl er nicht einmal danach getrachtet hatte, also in diesem Moment. 24. Die Höflichkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam das gute Ratschlag geben, dass er Ali radiallahu anhu eben empfohlen hatte, wie er vorgehen sollte gegen die Juden von Khaybar, dass er erstmal langsam und bedächtig und vorsichtig vorgehen soll, bis er zu ihrer Ebene kommt und danach soll er das und das tun. 25. Dass man, bevor man bekämpft, bevor man im Dschihad irgendeinen Kampf anfängt, muss man die Menschen erstmal zum Islam aufgerufen haben. Und das ist offensichtlich aus dem Hadith zu mitnehmen. 26. Dass es auch erlaubt ist, dass man Menschen zum Islam aufruft, auch wenn sie zuvor bekämpft worden sind und schon zum Islam aufgerufen worden sind. Und hier in der Erklärung gibt es keine Erklärung zu diesem Satz. Anscheinend will der Autor damit sagen, dass die Juden, diese von Khaybar vielleicht vorher schon bekriegt worden sind. Allahu a'lam. 27. Dass man, wenn man Da'wa macht, das mit Weisheit tut. Und denn zur Weisheit gehört es, dass die Da'wa fortlaufend ist. Und dies geht nur, indem man sie erstmal zum Islam aufruft und ihnen klar macht, welche Pflichten sie Allah gegenüber haben. Und es reicht nicht aus, die Menschen einfach zum Islam aufzurufen, sondern man muss die Menschen zum Islam aufrufen und auch ihnen erklären, was sie dann als Muslime zu tun haben. Denn was bringt uns das, wenn jemand den Islam annimmt
und dann ihn wieder verlässt, weil er nicht gewusst hat, was an Pflichten auf ihn zukommt. 28. Dass der Muslim an sich auch die Pflichten kennen muss, die Allah ihm auferlegt hat und nicht die anderen nur. 29. Die Vorzüglichkeit oder die Belohnung desjenigen, durch den ein anderer in den Islam eintritt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah durch dich einen einzigen Mann recht hatte, ist besser als eine Herde roter Kamele. Also besser als alles, was es in diesen, als das Beste, was es in diesem Leben gibt. Und nicht etwa ist die Bedeutung des Hadithes, es ist besser, als würdest du eine rote Kamelherde als Sadaqa geben. Nein, das ist nicht als mit diesem Ausdruck gemeint, sondern überhaupt das Beste, was man sich in diesem Leben vorstellen kann. 30. Dass man schwört, wenn man eine Fatwa gibt. Dass man schwört, wenn man eine Fatwa gibt. Und das hat der Prophet hier gemacht. Er sagte, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ. Und er sagte, denn ich schwöre bei Allah, wenn ein einziger Mann durch dich recht geleitet wird und so weiter, bis zum Ende des Hadithes. Und der Prophet hat geschworen, obwohl man von ihm nicht verlangt hat zu schwören und obwohl er sowieso die Wahrheit spricht, ob er schwört oder nicht. Und das ist den Nutzen, den man daraus zieht, ist, dass man einfach das bestätigt, was man sagt. Und wenn man sowieso dafür bekannt ist, dass man so die Wahrheit spricht, und dann noch schwört dazu, dann sind die anderen noch mehr davon überzeugt. Aber man sollte nicht schwören, wenn man eine Fatwa gibt, es sei denn, es gibt darin einen Nutzen. Es sei denn, es gibt darin einen Nutzen, denn wenn man das zu oft macht, dann kann es sein, dass die anderen Personen, die einen hören, dass man immer schwört, dass sie merken, wenn er schwört, dann meint er das wirklich und hat keine Zweifel, aber wenn er nicht schwört, kann es sein, dass er Zweifel hatte. Und deswegen sagte Imam Ahmad, rahimahullah, auch manchmal in seinen Fatwas, ja, ich schwöre bei Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam in 3 Stellen im Koran darauf hingewiesen oder angeordnet, dass er schwören soll. Und zwar sagte er, subhanahu wa ta'ala, und sie erkunden sich bei dir, ist es wahr, also zum Beispiel die ewige Strafe, ist es wirklich wahr? Sag ja bei meinem Herrn, es ist bestimmt wahr. Sag ja bei meinem Herrn, also ich schwöre bei meinem Herrn. Qul'i wa Rabbi. Wa Rabbi ist, heißt, ich schwöre bei meinem Herrn. Und ich schwöre bei meinem Herrn. Innahu lahaq, es ist wahr. Und auch in der Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala, das war jetzt gerade eben auf der Seite 214, Surat Yunus, Surat 10, Vers 53. Und dann haben wir einen weiteren Vers, Seite 556, Surat At-Tarabun, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag, aber ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Und der Prophet sollte also sagen, sallallahu alaihi wa sallam, aber ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Und noch auf der Seite 428, möge Allah die Gelehrten belohnen, die einem das so einfach gemacht haben, die Stellen zusammensuchen. Seite 428, Surat Saba, Vers Nummer 3. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, die Stunde kommt nicht über uns. Sag, doch bei meinem Herrn, sie kommt ganz gewiss über euch. Bei ihm, dem Kenner des Verborgenen. Also sag, doch bei meinem Herrn, sie kommt ganz gewiss über euch. Subhanallah, bei allen 3 Stellen geht es offensichtlich um die ewige Strafe oder um das Jenseits an sich. Deswegen, wenn es einen Nutzen gibt, dass man in seiner Fatwa schwört, dann soll man es tun. Und es muss nicht von einem verlangt werden, dass man es tut. Es muss nicht von einem verlangt werden, dass man es tut. Und dann machen wir jetzt eine kurze Pause, nach einer halben Stunde, Alhamdulillah. Und dann machen wir inshallah nach 5 Minuten weiter. Barakallahu fiik. Machen wir weiter. Bismillah, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Also dann, neues Kapitel lautet Babun Tafsir al-Tawhidi wa Shahadati an la ilaha illallah. Jetzt kommen wir zum Kapitel
die Darlegung des Tawhid oder die Auslegung des Tawhid oder die Bedeutung des Tawhid oder die Erklärung des Tawhid und dem Bekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und Tafsir bedeutet auf Arabisch nämlich etwas aufdecken oder etwas verdeutlichen. Also die Bedeutung von einer Sache aufdecken oder verdeutlichen, das ist gemeint. Und eine Form des Tafsiris oder eine Art Tafsiris ist, den Koran auszulegen. Und dieses Kapitel ist sehr wichtig, denn zuvor haben wir etwas über den Tawhid kennengelernt und über dessen Vorzüglichkeit und dass man dazu aufrufen soll. Und jetzt sehnt sich die Seele danach, dass man versteht, was die Bedeutung dieser Worte ist, in denen es in den letzten Kapiteln ging. Erstmal ging es darum, dass es Pflicht ist, dann, dass es vorzüglich ist und dass, dann, dass man dazu aufrufen soll. Und dieses Kapitel ist eine Antwort auf das, was die Seele jetzt ersehnt. Und der erste Vers, den der Autor erwähnte, sagte: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبَ. Diejenigen ist übrigens ein Vers, der nicht so einfach zu verstehen ist. Ich hatte einen Test gemacht mit einem Araber, aber den Vers versteht, das ist nicht so einfach. Ja? Also manchmal hat man es viel einfacher, wenn man die Übersetzung liest, weil die haben es dann einem schon praktisch klar gemacht. Diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm am nächsten sei. Diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm, Allah, am nächsten sei. Dieser Vers gemeint ist, und wenn man ihn verinnerlicht, ist er auch eindeutig und nicht zu missverstehen, dass die Mushrikin, die andere Menschen anbeten, damit sie zu Allah näher kommen. Das war ihre Ausrede. Sie haben gesagt, wir beten zu diesen Menschen oder Götzen, damit, nicht weil sie ihr Wohlgefallen erlangen wollten, sondern damit sie zu Allah gelangen, über diese Götzen. Und in Allah sagt es in diesem Vers, dass diese, wenn es Menschen sind, diese Götzen, diese Dinge, die sie zu Götzen nehmen, können ja auch Menschen sein. Ja? Wenn es Menschen sind oder Djinn sind oder Engel sind, sie selbst suchen doch einen Weg zu Allah. Sie selbst versuchen einen Weg zu finden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wieso wählt ihr dann einen Weg über Menschen zum Beispiel, die selbst einen Weg suchen zu Allah subhanahu wa ta'ala? Das heißt, ihr macht einen Umweg, anderer Wort. Das ist gemeint in diesem Vers. Diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn. Das ist nach einem Mittel, also sie machen, das ist auf Arabisch die erlaubte Form von Tawassul. In Tawassul gibt es ja eine erlaubte und eine verbotene Form. Also diese Menschen, die ihr jetzt anbetet, sie selbst suchen eine Möglichkeit, ein Mittel, wie sie zu Allah gelangen können, und sie wetteifern, wer durch diese guten Taten, das ist der Tawassul, dieser Mittel, wer durch diese guten Taten Allah am nächsten sei. Wer Allah von diesen Bezügen hat, am nächsten sei. Diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm, also Allah, am nächsten sei. Subhanahu wa ta'ala. Und dieser, das heißt, also, wieso betet ihr Leute an, die selbst Allah brauchen und selbst zu Allah finden, zu finden versuchen? Und in diese Kategorie, natürlich, das ist reiner Wirklichkeit, Schwachsinnigkeit. Safah. Zu diesen Personen, die sie anbeten, gehört zum Beispiel Jesus, der Sohn von der Maria, Isa, der Sohn von Mariam, oder Engel, oder irgendwelche Awliya, also Allah nahestehende, oder Rechtschaffene, Salihun, was nicht reingehört, was aber auch angebetet wird, sind Bäume, Steine, die sind jetzt hier nicht im Vers gemeint, warum nicht? Warum? Weil Allah sagte, diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn. Und nach unserem Wissen sind das Menschen und Djinn und Malaika, das sind diejenigen, die einen Weg zu Allah trachten. Okay. Diese, die sie also anbeten neben Allah, verfügen über sich selbst weder
sich Schaden hinzuzufügen, noch es irgendwie abzuwenden von ihrem Ort zu einem anderen Ort. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Sache noch deutlicher gemacht. Er sagte, auf der Seite 436, Surat Fatir. Im Vers 13. Diejenigen aber, die er anstatt seiner anruft, also anstatt Allah anruft, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Und da heißt in der Erklärung, das dünne weiße Häutchen, das den Dattelkern umhüllt, steht als Ausdruck für etwas sehr Geringes. Also nicht einmal das können sie erschaffen oder formen oder fügen darüber. Diejenigen aber, die ihr anstatt seiner anruft, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Wenn ihr sie anruft, hören sie euer Bittgebet nicht. Und wenn sie es auch hörten, würden sie euch doch nicht erhören. Und noch zusätzlich sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und am Tag der Auferstehung verleugnen sie, dass ihr sie Allah beigesellt habt. Am Tag der Auferstehung leugnen sie sogar, dass sie angebetet worden sind neben Allah. Manche von ihnen wissen es, wie Pharaon, der sogar das aufgerufen hat. Und manche von ihnen wissen es anscheinend nicht, wie diejenigen Awliya aus dem Volk, bevor Nuh a.s. entsandt worden ist. Denn man sagt ja, dass Nuh a.s. Oder man weiß, dass Nuh a.s. ist der erste der Gesandten, der zu einem Volk gesandt worden ist, die einige rechtschaffende Menschen zu Götzen genommen haben. Na, und offensichtlich wussten sie ja nicht darüber Bescheid. Und sie werden auch leugnen natürlich am Tag dafür schön, dass sie irgendwie das angeordnet hätten. Oder mit zufrieden waren. Okay. Die Aussage Dua, Yad'un, auf Arabisch ein Verb. Sie, ist eine dritte Person Plural. Sie machen Dua. Sie rufen auf. Sie laden ein. Hier gemeint, sie rufen an. Machen Dua. Kann sein, entweder sie machen Dua, indem sie Hilfe suchen bei diesen Götzen. Denn wie zum Beispiel manche, die Ali radiallahu anhu anbeten oder um Hilfe flehen, das ist der beste Ausdruck, um Hilfe flehen, wenn es ihnen schlecht geht, oder manche, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Hilfe flehen, wenn es ihnen schlecht geht. Und das, oder es kann sein, dass sie Dua machen. Das ist das erste, was ich gesagt habe, ist Dua, weil man etwas verlangt. Man verlangt etwas, nennt man Dua Mas'ala. Und das zweite ist Dua Ibadah, also das ist einfach ein Gottesdienst. Denn wir beten zu Allah subhanahu wa ta'ala, machen Dua in Form eines Gottesdienstes auch. Wenn wir zum Beispiel sagen, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, ist auch ein Dua. Aber es ist ein Dua Ibadah. Es ist also ein Dua in Form eines reines Gottesdienstes. In Form eines reines Gottesdienstes. Und beides ist natürlich eine Sache, die man nur Allah subhanahu wa ta'ala widmen darf. Und eine Form des Dua ist auch Dua Ibadah, das heißt eine Form des Dua des Gottesdienstes, ist es, dass man sich Allah gegenüber erniedrigt, indem man sich ihm nähert und indem man Gelübde leistet, darf man nur für Allah leisten, oder indem man sich verbeugt für Allah, oder indem man sich niederwirft für Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wasila ist auch ein Wort, was man öfter hört. Wasila ist eben eine Sache, durch die man ist ein Weg, irgendwie eine Methode, ein Mittel, ein Weg. Und das ist eine Sache, durch die man Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen möchte. Und eine Wasila ist zum Beispiel, dass man Dua macht. Denn Dua ist eine Möglichkeit, wie man Allah näher kommt. Eine Wasila ist das Koran lesen. Eine Wasila ist Dhikr überhaupt allgemein. Eine Wasila ist das Fasten, ein Nadr, das Opfern. Das sind alles diese Gottesdienste, sind alles eine Art und Weise, wie man Allah näher kommen kann, auf erlaubte Art und Weise. Ja. Wieso hat der Autor diesen Vers erwähnt, wo es darum geht, dass man den Tawhid erklärt? Warum hat der Autor diesen Vers gerade eben erwähnt? Ich lese ihn noch einmal vor.
Und was hat er mit der Auslegung des Tawhid zu tun? Diejenigen, die sie anrufen, trachten doch selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm am nächsten sei. Und zwar, der Tawhid beinhaltet die Lossprechung von Ashirk. Der Tawhid beinhaltet die Lossprechung von Ashirk. Sodass man niemanden anderes anruft, also Dua macht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Weder einen nahestehenden Engel, noch einen gesandten Propheten anruft. Und diesejenigen Menschen, das ist wichtig jetzt, diejenigen Menschen, die zwar behaupten, Muslime zu sein, aber auch zu Propheten beten oder zu Engeln beten, sie haben sich nicht losgesprochen von Ashirk. Vielmehr sind sie ihm entfallen, vielmehr sind sie ihm verfallen. Vielmehr sind sie ihm verfallen, also sie begehen es. Und das Seltsame an der Sache ist ja, dass sie Dinge anbeten, die selbst Allah brauchen. Und alles, jeder braucht Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen macht es keinen Sinn, jemanden anzubeten außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann erwähnte der Autor, möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihm Barmherzigkeit schenken, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِئِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Der Autor erwähnt auf der Seite 491 einen edlen Vers über Ibrahim, über Abraham. Im Vers 26, Surat al-Zukhruf, Surat 43. Und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, denn er wird mich gewiss recht leiten. Und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Und das Wort Bara auf Arabisch bedeutet nicht nur lossagen, sondern sich eben völlig lossagen von demjenigen, dem sie neben Allah anbeten. Außer demjenigen, der ihn erschaffen hat. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala natürlich selbst. Und in diesem Vers hat Ibrahim a.s. sich auch somit losgesprochen, nicht nur von den Götzen, sondern auch von seinem ganzen Volk und seinem eigenen Vater. Sein Name ist Azar. Und Allah sagte in diesem Vers, oder Ibrahim sollte sagen, oder hat gesagt, dem ihr dient, ta'budun, das ist das Wort Ibadah. Und dieses Wort Ibadah bedeutet sprachlich auch, dass man sich erniedrigt vor Allah und dass man sich ihm unterwirft. Und wir wissen, dass unter dem Volk von Ibrahim a.s. gab es so manch einen, oder dieses Volk war ein Volk, das die Sonne angebetet hat und den Mond angebetet hat und die Planeten angebetet hat. Und die Aussage jetzt von Ibrahim, illa alladhi fatarani, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, ist genau die gleiche Bedeutung von La ilaha illallah. Denn genauso wie wir gesagt haben, bei La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, haben wir gesagt, gibt es in diesem Vers, oder Entschuldigung, dieses Wort, oder dieser Satz, beinhaltet zwei Teile. Der eine Teil ist eine Absprechung und das andere ist eine Zusprechung. Andere Absprechung nennt man Nafi, auf Arabisch Nafi. Und es gemeint ist, man spricht jedem und alles, allem ab, dass er der Anbetung oder dass es der Anbetung würdig ist oder es verdient wird, angebetet zu werden. Und dann sagt man illallah, außer Allah. Und so dadurch wird Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig in Bezug auf eben seine Göttlichkeit und alles, was dazu gehört. Und auch in diesem Vers gibt es, was Ibrahim gesagt hat, ist genau das gleiche. La ilaha illallah. Er sagte, ich spreche mich los von allem, dem ihr dient. Das ist die Absprechung oder die Lossprechung. Und er sagte, illa alladhi fatarani, außer dem, der mich erschaffen hat. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt,
Er macht Ibadah nur für Allah. Er spricht die Ibadah allen ab außer Allah und macht Ibadah nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Gut. Diese Aussage von Ibrahim alayhi salam weist klar und deutlich darauf hin, dass der Tawhid eines Menschen oder auch eines Djinn, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt zu den Menschen und den Djinn, dieser Tawhid wird nicht vollkommen sein, bis man nicht ungläubig ist allem anderen gegenüber, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Gemeint ist, dass man ungläubig gegenüber der Tatsache ist, dass man dass man eben leugnet, dass irgendjemand es wert ist, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass eben diese Anbetung nur Allah gebührt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, wer also die falschen Götter leugnet, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, und an Allah glaubt, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, der hält sich an der festesten Handhabe. In Surat al-Baqarah 286. Also, es ist Pflicht, nicht nur Allah allein anzubeten, sondern sich frei zu sprechen und zu leugnen. Man darf nicht sagen, es ist in Ordnung oder wir akzeptieren das, sondern man spricht sich frei von überhaupt irgendjemandem, und der angebetet wird außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie haben überhaupt gar keine weder Beweise dafür, wenn man so etwas macht, noch hat man irgendeine Rechtfertigung dafür. Überhaupt gar keine. Jetzt, die Aussage Ibrahims a.s. ist auch interessant, weil er gesagt hat, achtet mal darauf, er hat gesagt, ich spreche mich von dem los, dem ihr dient. Das war seine, er sagte zu seinem Vater und zu seinem Volk, ich spreche mich von dem los, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Und dieser Vers weist darauf hin, dass diese Götzendiener eben Allah auch angebetet haben. Weil er spricht sich von allem los, dem sie dienen, außer von Allah. Dem dienen sie auch, aber von ihm spricht er sich nicht los. Ja. Und das ist, wer heißt es, weist darauf hin, dass sie eben Allah andere beigesellt haben und Allah nicht mal geleugnet haben, sondern sie haben Allahs Rechte geleugnet. Und zwar eben, dass er dem Tawhid natürlich. Und in manchen islamischen Ländern gibt es Menschen, sie beten und sie machen und sie geben Zakah her und sie fasten und sie machen Hajj. Und er sagt der Autor hier, das gibt manche Leute sogar, die dann trotzdem noch tote Menschen anbeten. Also zu den Gräbern von toten Menschen gehen und Sujud für sie machen. Und das kann man mit eigenen Augen sehen. Und wird sogar aufgenommen teilweise. Und sie verbeugen sich für sie. Und solche Menschen, die so etwas tun, sind zweifellos ungläubig, sind Kuffar. Und sie haben, sind nicht Muwahhidun, also sind überhaupt nicht Menschen, die den Tawhid umgesetzt haben. Allah subhanahu wa ta'ala wird von ihnen gar keine einzige Tat annehmen, weil Allah es so bestimmt hat. Und das ist eines der gefährlichsten Sachen für die muslimischen Völker, denn viele von ihnen oder einige Menschen, für sie bedeutet es nicht viel, dass man ungläubig sein muss allem anderen gegenüber außer Allah. Sie glauben zwar an Allah subhanahu wa ta'ala und beten ihn an, aber sie empfinden es als nicht sehr schlimm, wenn sie nebenbei noch jemand anderes anbeten. Und weil sie es meistens nicht wissen, entweder weil sie es nicht gelernt haben, weil sie gar nicht wissen, was bedeutet Ibadah, weil sie gar nicht wissen, was Gottesdienste überhaupt sind. Oder weil ihre eigenen Gelehrten zu kurz getreten sind und es ihnen nicht beigebracht haben. Denn die Allgemeinheit, der einfache Mensch, der einfache Muslim, von wem lernt er seine Religion? Von seinem Imam in seiner Moschee. Und wenn diese Personen ihre Pflichten nicht erfüllen, wer soll sie dann erfüllen? Und leider gibt es Gelehrte, die eben, also Menschen, die Wissen haben, das ist damit gemeint. Menschen, die Wissen haben, allerdings keinen Ikhlas haben, sondern zum Beispiel ihrem Führer dienen oder den Menschen dienen oder was auch immer. Nur der wahre, die Gelehrte ist derjenige, der Allah dient und nicht fürchtet, etwas zu sagen, weil es irgendjemandem nicht gefallen könnte. Gut. Die Aussage Ibrahims, sallallahu alaihi wasallam, illa alladhi fatarani, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Er sagte nicht, außer Allah. Er hat nicht gesagt, außer Allah. Und darin gibt es auch Nutzen.
Denn egal was Allah im Koran erwähnt hat, daran steckt großer Nutzen. Der erste Nutzen ist, weil die Aussage, außer dem, der mich erschaffen hat, weist darauf hin, warum Allah subhanahu wa ta'ala es verdient, alleine und einzig angebetet zu werden, weil er derjenige ist, der alles erschaffen hat. Und wenn er derjenige ist, der alles erschaffen hat, warum sollte man jemand anderes anbeten, der nichts erschaffen hat? Zweitens weist es darauf hin, dass der Gottesdienst von den Götzendienern nichtig ist. Denn sie beten Sachen an, von denen sie gar nicht erschaffen worden sind. Die Götzen haben sie ja gar nicht erschaffen. Warum beten sie sie dann an? Und wie heißt es? Und wir haben auch gesehen, dass in dieser Aussage Ibrahims der Tawhid eben vervollkommnet oder sich vollständig wiederfindet. Okay. Was wir auch aus diesem Vers lernen, dass der Tawhid niemals vollkommen ist, was wir schon öfter erwähnt haben, wenn man gleichzeitig Gottesdienste widmet, jemand anderes als Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sind die Menschen dreigeteilt. Die einen von ihnen beten Allah alleine an und ein Teil von ihnen betet Allah nicht an, sondern jemand anderes. Und der dritte Teil von den Menschen betet Allah an und andere. Und das sind wallahu a'lam die meisten. Und die einzigen, die erfolgreich sein werden bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist die erste Kategorie von Menschen. Und das ist der Muwahhid, der Allah subhanahu wa ta'ala sein Recht des Tawhid gibt. Und möge Allah uns zu denjenigen machen. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.